Altige Mäuer, prachtvolle Bauten und geheimnisvolle unterirdische Gänge. Das Tourismusfrühstück on Tour wandelt diesmal auf den Spuren der Geschichte. Der perfekte Ort dafür, Schloss Machern und die anliegende Ritterburg. Tourismusfrühstück ist eine Institution in Leipzig, die wir normalerweise in der Moritzbastei durchführen. Seit wir jetzt die Region Leipzig mit übernommen haben, versuchen wir ein bis zweimal im Jahr in die Region herauszufahren und touristische Entscheider, Multiplikatoren auf die besonderen Sehenswürdigkeiten der Region auch aufmerksam zu machen. Also ein Austausch zwischen Region und Stadt. Das Event soll auf das Jubiläum 25 Jahre Friedliche Revolution einstimmen, ideal geeignet dafür der Stasi-Bunker in Machern. Bürgerrechtler Tobias Hollitzer erklärt die Anlage. Der Bunker, das Gesamtgelände umfasst 5,2 Hektar. Der Bunker selbst knapp 1000 Quadratmeter Grundfläche. In 16 sogenannten Arbeitsgängen hat einerseits der Stab des Leiters der Bezirksverwaltung und auf der anderen Seite technisches Personal hätten hier Dienst getan. Insgesamt etwa 100 Stasi-Offiziere, die hier maximal 6 Tage in einer Totalhermetisierung, wenn es also zu einem atomaren, biologischen oder chemischen Angriff gekommen wäre, hätten arbeiten und überleben können. Gute Gespräche und alte Erinnerungen. Das Tourismusfrühstück on Tour hat die Teilnehmer in vergangene, aber nie vergessene Zeiten zurückgeführt.